Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, wir befinden uns hier im Gefängnis bei unserer kleinen süßen Base, die wir richtig, richtig doll gut abgesichert haben. Mit einem richtig doll sicheren Glasdach, falls die Wachen uns von oben wegschnetzeln wollen. Wir haben auch zwei richtig, richtig doll hohe Aussichtstürme, mit denen wir hier alles richtig doll gut im Blick haben. Und wir haben hier richtig doll viele Barrikaden platziert, falls die Wachen mit Schiffen vom Meer kommen. Das ist wirklich super, super, super doll gut abgesichert. Da würde ich sagen, Katja, wir können hier auf die Aussichtstürme hochklettern. Und vielleicht sehen wir ein paar Wachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Moment mal, da sind richtig doll viele Wachen. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Ich glaube, Katja, die sind richtig, richtig doll böse. Und wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, dass die Wachen auf keinen Fall hier in unsere Base reinkommen. Sonst erwischen sie uns und wir kommen zurück ins Gefängnis. Das wäre ganz und gar nicht gut. Okay, aber unsere Base hier ist wirklich sehr, sehr doll sicher. Wir müssen auf jeden Fall die miesen, fiesen Wachen im Auge behalten. Und wir könnten vielleicht hier oben an die Aussichtstürme ein paar Kameras platzieren, damit wir die Wachen immer sehen können. Das wäre sehr gut. Ich glaube, wir haben hier vorne noch eine Kamera. Ja, tatsächlich, die kann ich abbauen. Dann würde ich sagen, ich platziere sie ganz hier vorne an die Kante. Und Katja, ich habe eine richtig doll gute Idee. Bitte? Wir könnten vielleicht in unserem unterirdischen Bunker für Baloo und Bella ein kleines Spielezimmer bauen. Das wäre eine süße Idee. Hallo, ich sehe dich durch die Kamera, hallo? Katja. Also, hi. Hallo. Sehr gut. Okay, dann hätte ich auch hier die Kamera. Ja, und mit der Kamera sieht man perfekt die ganzen Wachen. Okay, bis jetzt kommen sie auf jeden Fall noch nicht zu unserer Base. Da komme ich zu dir nach unten, Katja. Und wir können in unserem Bunker unterirdisch das Spielezimmer für Baloo und Bella bauen. Das wird ihnen so doll gut gefallen. Hallo, ihr beiden. Und wir müssen Baloo und Bella unbedingt füttern. Haben wir noch ein bisschen was zum Essen? Oh, nee, hier haben wir Eisen. Haben wir vielleicht unten in unserem Bunker ein bisschen was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist aber alles leer. Oh, wir hätten noch Pizza. Nein, 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 nein. Das dürfen sie auf keinen Fall essen. Okay, wenn du möchtest, Carter, kann ich dir mal meine Spitzhacke geben. Dann könntest du hier unseren unterirdischen Bunker ein bisschen erweitern. Vielleicht in die Richtung hier vorne. Aha. Und das Zimmer für Baloo und Bella bauen. Und ich gehe ein bisschen was zum Essen holen für Baloo und Bella. Ich mache mir, glaube ich, eine kleine Angel. Damit hole ich ein paar Fischlis für Bella. Und ein paar Chicken für Baloo hole ich auch. Das ist sehr gut. Und ich habe den ersten Fisch. Sehr gut. Sehr gut. Und ich habe den zweiten Fisch. Das bedeutet, ich suche mir jetzt auf jeden Fall noch zwei Chicken für Baloo. Und hier haben wir richtig viele Hühnchen. Ein Hühnchen habe ich. Und das zweite Hühnchen habe ich auch. Sehr gut. Das wird jetzt alles gebraten. Da können wir Baloo und Bella füttern. Und dann können sie in ihr eigenes kleines Zimmer gehen. Sehr süß. Alles ist gebraten. Sehr gut. Und schau mal, Baloo, deine zwei Chicken. Guten Appetit. Und schau mal, Bella, deine zwei Fischlis. Guten Appetit, ihr beiden. Ich komme zu dir nach unten, Kater. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Raum für Baloo und Bella aussieht. Es ist sehr provisorisch. Hallo. Oh, hier geht's entlang. Oh, wie süß. Da wäre eine kleine Ente. Oh, hier wäre eine ganz kleine Hundehütte für Baloo. Und hier kann Bella hochklettern. Das gefällt mir sehr gut. Und schau mal, Kater. Oh, Baloo und Bella gefällt sie richtig, richtig doll gut in ihrem kleinen, süßen Raum. Und Moment mal, Kater. Ich kann jetzt mal durch die Kamera durchschauen, was die Wachen machen. Und oh, was ist denn da los? Die Wachen haben ja einfach drei TNT-Kanonen aufgebaut. Ich glaube, Kate, die Wachen wollen hier die Wand unserer Base mit TNT wegschnetzeln. Oh, das nein. Ist absolut nicht gut. Oh nein, 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 nein. Wir müssen die Wachen unbedingt dran hindern. Wir können uns vielleicht mit dem Eisen, was wir hier noch haben, eine Eisenrüstung craften. Wir müssen uns super, super schnell beeilen, dass die Wachen auf keinen Fall die Mauer wegschnetzeln. Dann mache ich hier eine Chestplate und auch eine für dich. Dann kann ich hier noch Schuhe machen und wir haben kein Eisen mehr. Schau mal, Kate, ich gebe dir das hier, bitte. Bitte schön. Dankeschön. Damit können wir uns auf jeden Fall ein bisschen ausrüsten. Und wir müssen jetzt schnellstmöglich die Wachen davon abhalten, unsere Base wegzuschnetzeln mit dem ganzen TNT. Sie haben TNT schon entzündet. Oh, was ist denn da los? Das ist richtig doll mies und fies. Und das sind richtig doll viele Wachen. Die haben mir einfach drei TNT-Kanonen gebaut. Unsere Base wurde zum Glück nicht beschädigt. Das war sehr doll knapp. Wir müssen die Wachen wegschnetzeln, bevor sie noch mehr TNT schießen. Das sind richtig doll viele Wachen, Katja. Oh, nee, die wollen uns wegschnetzeln. Oh, nee, pass bloß auf, pass bloß auf. Auf. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Die dürfen uns auf keinen Fall in die Finger bekommen. Sonst kommen wir zurück ins Gefängnis. Das ist absolut nicht gut. Das sind so, so viele. Was ist denn da los? Okay, dann werden hier die Wachen noch weggeschnetzelt. Okay, ich habe nicht mehr so viele Herzen insgesamt. Katja, pass bloß auf, pass bloß auf.
Ich muss ein bisschen rennen, ich muss ein bisschen rennen. Die sind hinter mir, die sind hinter mir. Die werden weggestetzelt. Habe ich und habe ich. Oh, noch drei Herzen, habe ich noch drei Herzen. Dann werden die Wachen noch weggestetzelt. Hilfe. Ich glaube, dass da hinten sind die letzten Wachen. Oh, die kommen auch, die kommen auch. Oh, nee, 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 nee. Oh, die kommen zu dir. Ich versuche sie ein bisschen von der Seite wegzustetzeln. Den haben wir auch. Die bitte auch wegstetzeln. Die sind sehr, sehr doll stark, die Wachen. Ja. Und den haben wir auch. Sehr gut. Das ist der letzte, der wird auch weggeschätzelt. Und zack, und das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, oh, sehr gut. Wir könnten hier das TNT wegbauen. Schau mal, das baue ich hier nebendran. Und dieses TNT können wir entzünden, dass die TNT-Kanonen kaputt gehen. Jetzt können wir hier noch die letzte TNT-Kanone von den miesen, fiesen Wachen auch wegschätzeln. Und bitte auch zerstören. Sehr gut. Alle TNT-Kanonen sind kaputt von den Wachen. Die können jetzt hier unsere Base auf jeden Fall nicht mehr kaputt machen. Okay, dann würde ich sagen, Kaja, wir können vielleicht unsere Base noch ein bisschen besser absichern. Ich habe richtig, richtig doll viel Angst, dass vielleicht noch mehr Wachen kommen und die vielleicht noch größere TNT-Kanonen hierhin platzieren. Dann mache ich hier die Barrikaden nochmal weg. Da kommt hier natürlich auch Cobblestone hin, ganz genau so. Und die Wand kann vielleicht so hoch sein. Ja, einmal hier komplett im Halbkreis außen rum. Dann ist unsere Base auf jeden Fall richtig, richtig doll gut abgesichert gegen die miesen Viecher. Diesen TNT-Kanonen von den Wachen. Wir haben jetzt die Wand einmal hier um unsere Base drumherum gebaut. Damit ist unsere Base jetzt richtig gut abgesichert. Oh, mit Ball. Da sind Wachen auf dem Wasser. Oh nee, nicht schon wieder. Oh, was denn da los? Schnell. Oh, das tut mir leid. Entschuldigung, Katja. Ich hatte drei Herzen. Das tut mir leid. Oh, was machen denn die Wachen hier? Oh nein, die kommen alle zu uns. Die kommen damit nicht vorbei. Das stimmt. Die Barrikaden sind richtig doll sicher. Easy, schau mal. Die können wir einfach hier wegstetzen, die Wachen. Die kommen hier einfach nicht aus dem Wasser raus zu unserer Base. Und wir können sie ganz einfach wegstetzen. Und zack. Und die letzten beiden. Sehr gut. Wie gut. Die sind hier einfach mit dem kleinen Holzfloß bis zu unserer Base hier hingefahren. Was ist denn da los? Das ist ja richtig, richtig doll mies und fies von den Wachen. Katja, hörst du das? Moment mal, da macht irgendjemand die Luke auf und zu. Ist hier eine Wache bei uns drin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Als Hallo? Ob, denkst du wirklich, da ist eine Wache drin? Pass ja auf, nicht, dass da irgendjemand ist. Und da ist eine Wache. Was ist denn das? Aber die Wache ist richtig so klein. Moment. Ja, ich bin von den Wachen, aber ich bin wirklich lieb. Was? Wie süß. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal, Katja. Hier ist einfach eine winzig doll kleine Wache. Schau mal. Wie klein ist sie denn? Ja, das stimmt. Denkst du, die Wache ist wirklich lieb? Ich bin mir da echt nicht ganz sicher. Bin mir auch nicht ganz sicher und ich weiß auch nicht so ganz, was er hier möchte. Ich möchte bei euch wohnen. Wäre das okay für euch? Ich weiß es nicht, Katja. Die kleine Wache. Oh, Moment mal. Er gibt uns Geschenke. Das ist aber lieb. Ich habe einen goldenen Apfel bekommen. Und wir haben zwei Kuchen bekommen. Sogar drei Kuchen. Hier. Süß. Nimm das als Geschenk. Dankeschön, Dankeschön. Die kleine Wache ist ja wirklich richtig doll lieb zu uns. Und ich glaube nicht, dass sie so böse ist wie die großen Wachen. Du kleine Wache darfst auf jeden Fall bei uns wohnen. Ja, ja, ja. Das ist ja richtig, richtig doll lieb. Aber Moment mal. Warum bist du denn hier bei uns? Oh, echt? Danke. Ja, kein Problem. Ich möchte nicht mehr bei den Wachen leben. Die sind super fies und mögen euch echt nicht. Ja, das stimmt. Oh nein. Okay. Die mögen uns wirklich nicht. Oh, vielleicht ist er wirklich lieb, Epic. Ich weiß nicht, ob wir ihm vertrauen dürfen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, schau mal, kleine Wache. Hier geht's auf jeden Fall runter in unser unterirdischen Bunker. Und du kannst ganz gerne hier bei uns wohnen. Schau mal, ich platziere hier mal die Kuchen. Oh, wie süß. Wir haben einfach eine kleine Wache. Und die kleine Wache mag Balu und Bella. Wie süß. Die ist fast gleich groß wie Balloon Bella. Oh, sehr cool. Und ich sehe hier weit und breit ganz und gar keine Wachen. Nee, 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 hier sind keine mehr. Und wir könnten vielleicht mal schauen, was Bella und Baloo macht vielleicht. Vielleicht spielen die gerade schön. Oder ich weiß vielleicht nicht so werden ganz. Sie gefüttert. Hallo, Balloon Bella und Medball. Die sind nicht da. Draußen? Oh, es könnte sein. Hier ist auf jeden Fall keine Wache, kein Balloon, keine Bella. Vielleicht sind die draußen spielen, aber dort habe ich auch keine gesehen. Was ist denn da los? Warte mal. Hier ist auf jeden Fall auch kein Balloon, keine Bella. Ich habe einen Knochen gefunden. Komm zu mir. Du hast einen Knochen gefunden? Ist das eine Spur oder so? Sie wurden vielleicht von der kleinen Wache entführt. Das könnte sein. Oh, da drüben geht die Spur weiter. Was ist denn da los? Du hast recht, Karte. Es könnte sein, dass Balloon und Bella von der kleinen Wache entführt wurden und Baloo mit Knochen hier einen kleinen Weg gelegt hat. Und hier haben wir noch mehr Knochen. Schau mal, Kater, die Spur geht hier weiter. Ich hab so viele. Bella, da sind die beiden. Oh, wie süß. Bella, Baloo, hallo. Das war eine Falle, Katja. Nein. Nein. Das Baloo, Bella, hallo, wir ihr beiden. Stimmt, Epic. Stimmt. Die kleine Wache. Das war alles geplant von den Wachen. Die kleine Wache war niemals nett zu uns. Nein.
Das war alles eine Falle. Oh nein, das ist absolut nicht gut. Und jetzt kommen wir wieder zurück ins Gefängnis. Und hier ist eine Wache, hier ist eine Wache. Oh, ha, da haben wir euch. Oh nein. Ihr seid in unsere Falle getappt. Das ist richtig, oh, wie so ein Biest. Ihr habt einfach Balloon-Bella geklaut. Fies. Jetzt kommt ihr ins Zuggefängnis. Bitte mitkommen. Oh nein, ich will nicht ins Zuggefängnis. Ich will auch nicht ins Zuggefängnis. Oh Mann. Oh nö. Oh Gott, was ist denn hier los? Wir sind einfach hier im Zuggefängnis. Das ist einfach ein Zugabteil. Was ist denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 6 Toiletten. Ja, und wir haben auch richtig viele Betten. Und oh, hier sind richtig viele Wachen, die auf uns aufpassen. Wir haben 5 Wachen? Och nein, das ist absolut nicht gut. Aber zum Glück sind Balloon Bella hier mit dabei. Ach Mann. Die kleine Wache hat uns einfach richtig doll mies und fies ausgetrickst und einfach in eine Falle gelockt. Und jetzt sind wir hier im Zuggefängnis eingesperrt. Das ist absolut nicht gut. Das stimmt. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.